Dich kommt sie nachts holen. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Fuck! Da oben in der Ecke saß so ein riesig eklig. Ich krieg doch Gänsehaut. So ein ekliges Vieh. Das würde natürlich passen. Was tut das? Was? Auch wenn ich es nie werde, aber Runtime ist erwachsen geworden. Neues Design, neue Geschmacksrichtung, Liquid Milk Coffee. Ultra lecker. Gönnt euch. Erster Link in der Beschreibung. Ihr wisst alle, ich bin so ein bisschen abergläubisch. Supernatural ist zwar eine schöne Serie, aber ich krieg dann immer schlechte. Ich träume dann immer schlecht. Also mal kurz sagen, wir waren noch nicht oben gewesen. Oben ist noch ein unerschlossener Bereich. Genau, wir haben quasi. Hier habt ihr einen Raum, den kann ich dann ganz kurz mal zeigen. Das ist der Raum, den wir jetzt hier haben. Also man kommt hier so durch die Tür rein. So, aua! So, hier. Hallo. Mal kurz in die Ecke, sorry. Das ist der Raum, den wir jetzt hier haben. Hier dürfen wir quasi unser Nachtlager aufschlagen. Wir haben natürlich Isomatten dabei, wir haben alles, was man braucht, haben wir dabei. Und. Ja. Ja, oder wir machen halt den hier so. Ne? Ja, aber du hier, ich da. Genau, Embryonalstellung. Ja, also ich weiß nicht, wer hier vorher gewohnt hat, aber ich glaube, wenn ich jetzt Dramatikus wäre, Grüße gehen raus an Paul, würde ich den Titel so wählen. Überleben im gefährlichsten Spukhaus, was ich je gesehen habe. Schockfund. Strom geht noch, Oma lebt noch. Strom, Wasser fließt, Strom geht noch, Oma lebt noch. Wollen wir mal eine Room Tour machen? Ich würde auch sagen. So, meine lieben Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen und ich zeige euch jetzt das Spukhaus. Chris macht den Kameramann, ich nehme eine Taschenlampe und dann wünsche ich mir bitte, dass mich niemand erschreckt. Damit meine ich auch dich. Ja, ich bin hinter der Kamera. Das wäre nett. Gut. Okay, wollen wir? Ja? Ja. Das hat auch jeder damals gehabt, ne? So einen alten, fetten Holzschrank. Also hier können wir schon mal mit anfangen. Muss ich hier drücken, einfach so. So? Ja, oder bis voll machst du? Nee, wir machen ein bisschen weniger. Oh. Nicht, ne? Wir machen ein bisschen weniger. Ja, wir haben halt Angst, dass die Cops kommen, weil die denken, wir sind hier in das Haus eingebrochen. Weil, ja. Weil die Polizei aus dem Ort weiß bestimmt, dass das Ding nicht mehr... Hier sehen Sie zu meiner ersten linken geradeaus dieses wunderschöne Exemplar. Ganz wichtig natürlich, wir werten hier nicht, ja. Wir sind ultra glücklich, dass wir hier Unterschlupf bekommen haben. Sollten wir irgendwas hier noch sehen, irgendwie persönliche Daten oder irgendwas? Was dann zeigen wir das natürlich nicht. Ne, klar. Also ich weiß nicht viel von dem Haus, ich weiß den Hintergrund nicht, aber ich weiß, dass das jetzt gerade... Also man kann sich schon vorstellen, wer hier drin gewohnt hat. Ja. So, ne? Von Einrichtung allein schon. Also mein Opa hätte hier gewohnt haben können. Meine Oma oder mein Opa hätten hier gewohnt haben können. Deshalb, so stelle ich mir das einfach auch vor. Aber ich wollte es euch einfach mal zeigen. Lorena, danke für 2 Euro. Das ist Visage in Real Life, ja. So ein bisschen. Okay, das ist natürlich, das finde ich mal ultra spooky. Übrigens, wenn wir irgendwo einen Raum finden mit Minusgraden, dann ist ein Geist anwesend. Da gibt es verschiedene Geisterarten. Digga, ich sag dir ja nichts, aber okay, wir haben 1,23 Grad haben wir hier drin. Ja, aber das kann auch schwanken. Also, wenn es kann auch noch unter Minus, also unter 0 Grad sinken, dann ist es ein Anzeichen. Wenn wir irgendwo hier Atem sehen sollten. Hier will ich erstmal wieder raus. Das ist, glaube ich, das. Ich glaube, das ist halt so das, genau, das Schlafzimmer. Das ist ein Revenant, dann. Das ist ein Revenant, ja. Was ist das? Chris sieht echt platt aus. Ey, ich habe letzte Nacht einfach nicht gepennt. Ich bin vorhin auch schon ein paar Mal eingenickt, also ich bin bis fertig. Ja. Ja, ja. Aber das ist. Das ist nicht schlimm. Nee. Wollen wir? Wie sieht es so aus? Sieht aus, warte. Ja, sieht super aus. Doch. Ja. Okay. Okay, bist du weit? Ja. Und wenn das Licht flackert, ist es ein Hand. Hör jetzt bitte auf! Wenn das Licht flackert, dann werden wir gejagt, dann müssen wir uns verstecken. Chris, nochmal. Dann kannst du nicht mehr reden, weil die hören uns ja dann. Chris, ich möchte davon nichts hören. In Q&A meinst du das? Ich muss hier noch schlafen. Ja, ich bin wahrscheinlich hier vorne, ich blockiere die Tür, okay? Ja, okay. Ich stelle noch einen Sessel davor. Oder so eine Art. Wir schieben die Anbauwand davor. Haben wir noch einen Kruzifix? Damit können wir den Raum säubern. Zur Not. Oh, ich krieg gleich Gänsehaut. Auf Fahrt. Okay. Wir kommen im Flur. Red Fox meint, die Oma kommt erst in der Nacht. Hört auf mit der Scheiße. Boah, damals gab es hier auch bei Tomb Raider, gab es einen alten Butler. Ja, ist egal, man hört mich aber. Da gab es einen alten Butler, der mal mit so einem Klappergeschirr rumgelaufen ist. Okay. Mein Festnetztelefon. Hallo? Mal 7 Tage. War es, glaube ich, bei. Ja. Hier haben wir eine Küche. Die dürfen wir uns auch breit machen. Hier haben wir eine schöne klassische Küche. Auch so eine schöne Eckcouch. Ich mag das, bin ich ehrlich, ich mag das wirklich. Hatten wir damals auch gehabt, unsere Essecke hat auch sowas gehabt, ja. Es hat was Gemütliches, alle sitzen beieinander, ich mag das. Ja, ich würde es mir jetzt nicht mehr so einrichten als Tag, aber. Einrichtung meine ich ja nicht, aber ich meine einfach so, ne? Dass ich halt das gemütlich finde. Ja, hier haben wir den Flur. Hier haben wir
eine Toilette. Hier riecht es nach Kacke. Ja, manchmal schon cool. Sektor cleared. Weißt du, was krass ist? Hier hängen keine Spiegel. Weißt du, warum hier keine Spiegel hängen? Spiegel sind Tore zu anderen Welten. Der Übergang von den Lebenden zu den Toten. Das ist wunderschön auch. Danke. So, guck dir die Waschmaschine an. Das ist richtig krass. Das gehört ins Museum, Alter. Baby Nova. Das bringt gar nichts, ne? Das ist richtig krass. Guck mal, so eine ganz kleine, ganz süße. Oh, wie groß die ist. Da passt ja gar nichts rein. Da passt nicht mal eine Katze rein. Doch, eine Katze vielleicht gerade so. No front. Verrückt. Eumenia. Aber die Dinger wurden auch in Ewigkeit gebaut. Na klar. Und ich wette, sollen sie kaputt gehen. Ich wette, die funktioniert auch noch. Guck mal, ja, übelst gepflegt. Sehr, sehr sauber. Hundertprozentig geht die auch noch. Sag ich dir, wie es ist. Die Bude ist das Museum. Ja, das riecht hier echt ein bisschen nach Kacka. Ja, nach Kacka. Ja. Entschuldigung mal bitte. Aber ich würde gerne noch mal ganz sicherheitshalber in den Schrank gucken, ja? Ist nur ein Totschläger drin. Weil es sind ja auch immer so eine Dinger, da geht's nach Narnia. Nee, bei einem Hand versteckt man es im Schrank, weil die Geister machen es nicht auf. Okay, gut, wollen wir? Ja. Ich finde es schon ein bisschen spooky. Achso, auch für die Stolperverleger, ne? Ja, hier musst du aufpassen. Geht auch. Ja, ja. Gib uns ein Zeichen. Hör auf damit! Auch in dieser blöden Kacke, ey. So, hier ist eine Tür, hier war ich. Also ab hier ist neu, ne? Hier wissen wir nicht, was kommt. Also hier ist. Oh, das ist verkalkt, das. Wie zieht's auch? Hör auf damit! Ey, ich sag bloß, dass es kalt ist. Oh, hier zieht's richtig, wa? Oh, ich will hier raus. Weißt du, wie kalt das da drin ist? Weißt du, wie kalt das da drin ist? Ja, das kann das Alter. Oh. Alter, hier ist irgendwas offen. Hier ist irgendwas. Das Fenster offen? Das Fenster ist zu. Das Fenster ist zu, hä? Alter, das ist so kalt hier drin. Ich hätte bestimmt wie das gerade. Oh. Oh, 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 oh. Ja, wir haben den Geist darum gefunden. Jetzt müssen wir noch ein Buch reinlegen. Und du kannst wieder. Gleich los, komm raus. Komm raus. Das ist so kalt, oder? Okay. Dreimal Bloody Mary, Christian, geht aber nur. Hör auf damit. Nur wenn man einen Spiegel hat. Hier ist ein Schlüssel. Ja, was ist denn das hier? Ne, da musst du es reinsagen. Hier, sag mal rein. Ich sag's nicht. Ja. Dich kommt sie nachts holen. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Boah, ich lässt gehen sauer, ohne Scheiß. So. Habt ihr das gesehen? Hä? Hier ist einfach mitten im Raum ein Klo. Einfach so. Hä? Naja, ich habe mir auch mitten im Flur einen Anschluss für meine Waschmaschine. Also, aber ist ein cooles Klo. Vielleicht, weil einfach nachts war irgendwie so gedacht, okay, komm, dann machen wir wenigstens schnell eine Toilette hin. Vielleicht war das hier auch nur. Guck mal, das ist eine Merle übrigens, ne? Jetzt weißt du, wie man das, was man damit macht? Mergeln. Das ist voll altes Ding. Mhm. Damit wurden Kleidungsstücke gemergelt. Laken und sowas. Krass. Oh, hier weißt ist auch schön. Weißt du, wofür dieser Ort bekannt ist? Ich hab's dir vorhin gesagt. Textilien? Ja. Das würde natürlich passen. Was tut das? Was? Okay, ich hab grad einen Knistern hier. Ja, hier haben wir ein Schlafzimmer. Hier ist warm. Hier ist wirklich warm, ne? Oh, ich könnte hier nicht pennen. Ich könnte hier nicht pennen. Könnte ich nicht. Könnte ich nicht. Ich möchte hier auch wieder raus. Ich fühle mich hier ganz unwohl. Das ist wirklich so. Wirklich wild so. Meinst du ernst? Lass uns das Bad angucken. Ja, weil ich sehe einen Spiegel. Ah, super. Willst du nochmal Bloody Mary sein oder wenn? Das ist überhaupt nicht witzig, ey. Okay, hier haben wir. Ja. Das ist das Major Bathroom. Ja, habe ich auch so. Gymnastikball. Gymnastikball. Gymnastics. Ja, ist okay. Ja. Was braucht man jetzt mehr? Weißt du? Hier haben wir. Das ist so ein Kinderzimmer. Ich glaube, das ist ein Gästezimmer. Ja, so ein Gästezimmer. Würde ich sagen, Gästezimmer. Auch wieder kühl hier drin, ne? Ja. Ja, aber. Ja. Oh, diese Blumen, ey. Ja. Ja, mein Gott, das ist halt aus einer Zeit, die ist halt für uns, ist nicht mehr so.
Finde ich gut, ich fühle mich hier auch hier gar nicht wohl. Wir haben noch einen Balkon. Der ist auch recht groß. Ja, schön. Dann können wir wieder runtergehen, Chris? Ja, Freude herrscht, wenn ich auch nicht mit Manin ist. Hör auf damit! Ja, weißt du, das ist immer so, durch die Kamera oder zu Hause vom Fernseher aus, das hier mitzukriegen, ist eine Sache. Geht mal in den eiskalten Raum rein, dieses Gefühl. Ich kann auch hier oben wenn du es nicht glücklich machst. Ja, du schläfst in den Raum hier, Alter. Mit Defense 1. Ist mir zu kalt. Da hat keiner keinen Bock drauf. Ich glaube, die Geister haben mehr Angst vor Chris mit den Augenringen. Ey, Alter! Danke, Bachsi übrigens. Kommst du? Hallo. Du willst mich heute? Nein. Du willst mich heute kriegen. Später vielleicht mal. Später auch. Ohne Witz, ich bin da ernst, ich weiß nicht warum, ich habe keine Angst vor, weiß ich nicht, vor so rationalen Sachen, aber für irrationalen Sachen oder Geister. Ja, bin aber ich, was soll denn jetzt hier sein? Ich bin der falsche Mann. Gehst du, dass ich die Nacht geträumt habe? Ich war auf einer Harry Potter Schule. Ich wurde angemeckert, dass mein Tuschkasten alle war und dass ich die Sahne aufgegessen habe, die wir eigentlich für einen Kochkurs brauchten. Sag mal, geht's dir gut? Und dann komischerweise, kurz bevor es losging, wir sollten nach Hause, bin ich in Flipflops losgerannt, nochmal zurück, um meine Fanta zu holen. Bin wieder rein, hab aber dann gemerkt, dass irgendwas los war. Und dann bin ich wirklich ohne Scheiß so ähnlich wie hier mit den Oberlehrern los. Hatte eine Taschenlampe, hatte die hier, die Taschenlampe hatte ich in der Hand. Diese Taschenlampe hatte ich hier in der Hand. Und bin los und wir sind in so einer offenen Fläche und da war ein Tiger. Also so ein großer Tiger, das war aber, der konnte reden. Und dann hieß es, der kommt mit der Tiger und wir laufen so nebeneinander, der Tiger neben mir hier so, der war hier, ja. So, und ich fasse ihn so an, ich sage, ey, sorry, aber ich kann nicht anders. Da sagt der Tiger zu mir, ja, ist normal, mit so einem Fell passiert es mir häufiger. Voll klar, cool. Weißt du, was krass war? 4.50 Uhr hat der Wecker geklingelt, das habe ich locker auf 4.10 Uhr oder so geträumt. Ja. Das war für mich, als wenn ich gerade das erlebt hätte. Ja. Was auch, wir gehen weiter. Was auch mal krass beim Träumen, so, du träumst eigentlich nur so ganz, ganz kurz, so paar Minuten oder Sekunden teilweise nur. Never. Doch. Der eigentliche also Traum, der ist ganz kurz, aber das kommt dir alles so vor, es ist übelst lange, aber es ist eine ganz kurze Zeit nur. Meinst du, dass es vielleicht so wie bei Interstellar so eine Zeitverschiebung gibt? In der Traumwelt vergeht die Zeit viel, viel kürzer? Nee, da glaube ich nicht mehr. Gut, dann kommen wir zurück an den Punkt und halt mal die Kamera. Jetzt zeige ich dir nämlich, was passiert ist. Mhm. Nee, du musst hier rüberkommen. Mit dem Tiger. Ja, der Tiger war neben mir. Ja. Der Tiger war ein krasser Typ. Also eigentlich war, ich weiß nicht, warum das jetzt gerade eine Tigergestalt hatte, aber war egal. Pass auf, wir laufen durch den Dings und bei Harry Potter gibt es doch diese, die werden noch angegriffen von den Mentoren oder wie die heißen. Die Mentoren, ja. Die Mentoren, genau. Und so ein Vieh, pass auf. Hier von den Mentoren. Hier hatte ich meine Taschenlampe, hier habe ich sie. Und ich laufe so und hier neben der Tiger und zack, da oben in der Ecke saß so ein riesig eklig, ich krieg noch Gänsehaut, so ein ekliges Vieh. Und der Tiger bäumt sich auf und will ihn so greifen. Ey, kennst du den Film Insidious? Ja, natürlich, klar. Das war da mit diesem Vieh, mit dieser Maske, mit diesem roten Kopf oder so einer roten Maske oder so. Ich glaube, es war Insidious, wo der auch oben so saß und sich angeguckt hat. So. Ja, genau. Und die riecht, pass auf. Jedenfalls, geil. Nicht geil. Für Martin nicht geil. Martin nimmt seine Taschenlampe und macht ihn auf Expelliarmus. Funktioniert natürlich nicht, weil ich nicht zaubern kann. So, dieses Vieh kommt runter. Und will halt so an mich ran, also an die Hand zu packen. Yeah. Und ich merke aber, auf einmal, das ist wie Gummi. In dem Augenblick, wo ich diesen Kontakt hatte, hat mich halt hier so an der Hand so berührt. So. Kennst du diese alten Plastikdinger früher? Diese Bälle, die so, ja, mit diesen Noppen dran, die man so kneten konnte? Mm-hmm. So hat sich das angefühlt, das Vieh. Das Vieh kommt also runter und ich nehme meine Taschenlampe, weil ich konnte ja nicht zaubern, Expelliarmus hat nicht funktioniert. Und BÄM in einen voll rein. In dem Augenblick klingelt der Wecker. Ohne Scheiß. Ohne Witz. Aber dass ich meinen Tuschkasten schon wieder verbraucht habe, dass ich Ärger gekriegt habe von meiner Lehrerin, das kann nicht Judith heißen. Hier, damit haben wir jetzt den... Die bösen Mentoren. Der Pflegementor greift an. Mann! Damit sind wir quasi jetzt durch. Das war... Zu viel Kekse und Zucker lösen Trips aus. Das war übrigens das Spukhaus, was uns quasi als Unterschlupf geboten wurde für den katastrophalen Tag. Um halt die Nacht zu überstehen, bei minus 18 Grad. Gut. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.